Ich frage mich ab und an, wie das dazu kommt, dass die Bahnen und U-Bahnen teilweise so viel Verspätung haben, obwohl irgendwie der Hauptbahnhof die Haltestelle oder die Anfangsstelle ist und da nicht viel passieren kann, also auf der Strecke. Das würde mich mal interessieren. Ja, viele unserer Bahnen sind tatsächlich 20 Stunden im Einsatz den ganzen Tag über. Und viele Linien sind leider auch draußen auf den Strecken unterwegs, wo es dann eben auch Störeinflüsse gibt. Da parkt mal ein Auto irgendwo ungünstig an der Schiene, die Bahn kommt nicht vorbei. Und das überträgt sich dann leider auch auf die Gegenrichtung, auch auf die nächste Bahn, die dort unterwegs ist. Wir sind zu rund 90% pünktlich mit den Bahnen, aber leider kann es dann natürlich auch mal passieren, dass die eine oder andere Bahn etwas später kommt. Da bitten wir Sie um Entschuldigung, aber Sie können sich sicher sein, die meisten unserer Bahnen sind doch sehr pünktlich.